Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Forschungspreisvergabe der DCCV, worauf ich mich immer besonders freue. Wie Sie vielleicht wissen, ist die DCCV sehr aktiv im Bereich Wissenschaft und Forschung. Unser Ziel dabei ist es, die Qualität der CED-Therapie und die Lebensqualität der Betroffenen zu verbessern. Bei der Begutachtung und Vergabe der Stipendien und Preise ist es uns wichtig, dass streng definierte Regeln und Richtlinien eingehalten werden, damit auch kein Anschein einer voreingenommenen Vergabe aufkommt. Das hat sich in der Praxis bewährt und da werden wir auch weiter dran festhalten. Wir vergeben heute hier in Dresden bereits zum zweiten Mal das Hermann-Strauß-Forschungsstipendium der DCCV. Ich wiederhole, zum zweiten Mal das Hermann-Strauß-Forschungsstipendium der DCCV, gestiftet durch die Firma EPFI Deutschland GmbH und Co. KG, das mit 25.000 Euro dotiert ist. Das Forschungsstipendium ist für ein Vorhaben aus dem Bereich der präklinischen und Grundlagenforschung zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vorgesehen. Ich freue mich, dass heute Herr Hölzer von der Firma EPFI Deutschland hier ist und möchte Ihnen auch ganz herzlich danken, Herr Hölzer, dass die Firma EPFI uns die Mittel zur Finanzierung des Stipendiums zur Verfügung stellt und damit die Forschungsförderung der DCCV nachhaltig unterstützt. Das Hermann-Strauß-Forschungsstipendium der DCCV 2017, gestiftet durch die Firma EPFI Deutschland GmbH und Co. KG, geht an Herrn Dr. Sebastian Zundler. Herr Zundler ist Assistenzarzt der Medizinischen Klinik 1 am Uniklinikum Erlangen und erhält das Forschungsstipendium für sein Projekt Interleukin 3 und TH1-Zellen in der Pathogenese chronisch entzündlicher Darmerkrankungen. Herr Zundler kann heute leider nicht persönlich hier sein, wofür wir größtes Verständnis haben. Er steht ganz kurz davor, Vater zu werden. Der Entbindungstermin ist schon seit Montag überschritten und ich denke, das verstehen wir alle. Wir freuen uns aber sehr, dass Frau Becker aus der Arbeitsgruppe heute stellvertretend hier ist und die Urkunde in Empfang nehmen wird. Frau Becker, Herr Zundler, falls er online zuguckt, wir gratulieren Ihnen im Namen der DCCV ganz herzlich und ich darf Sie jetzt bitten, nach vorne zu kommen, um die Urkunde in Empfang zu nehmen. Die Laudatio wird dann anschließend Herr Professor Andus übernehmen und Frau Becker wird das Projekt kurz vorstellen. Vielen Dank. Ja, ich habe die ehrenvolle Aufgabe, ein paar Worte zu Dr. Sebastian Zundler zu sagen und möchte dieser Aufgabe gerne nachkommen. Herr Dr. Zundler ist in Leonberg und in Ellwangen ins Gymnasium gegangen, hat dann ein Abitur gemacht mit einem Durchschnitt von 1,0, woraufhin er dann 2007 angefangen hat, Medizin zu studieren an der Universitätsklinik in Regensburg. Hat dort 2013 sein Staatsexamen auch mit 1,0 gemacht und schon während des Studiums 2010 bis 2015 mit seiner Doktorarbeit begonnen an der Universität Regensburg, damals über das Thema das Migrationsverhalten intestinaler Epithelzellen bei chronischer Entzündung, Einfluss und Interaktion von Kaliumkanälen und IGF-Rezeptor und die auch mit Magna Cum Laude, was auch eine 1 ist, abgeschlossen. Das heißt, ein sehr fähiger junger Mann ist dann seit 2014 Assistenzarzt und wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Universitätsklinik in Erlangen geworden, bei Professor Neurath, der sich auch sehr viel mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen befasst und hat dort als Schwerpunkte die klinische Behandlung von Patienten mit chronischen entzündlichen Darmerkrankungen, sowohl in der Grundlagenforschung als auch in der translationalen Forschung. Das heißt, translational heißt, man versucht, Grundlagenergebnisse in die Klinik hinüberzubringen.
und erforscht dort insbesondere die In-vivo-Mechanismen des Darmhomings, also wie kommt es, dass Entzündungszellen in den Darm einwandern und da auch insbesondere den Einfluss von modernen neuen Therapien, wie zum Beispiel dem Vedolizumab, und auch, was für eine Rolle T-Zellen, Entzündungszellen, weiße Blutkörperchen bei der Krankheitsentstehung spielen. Er hat, ist nicht sein erster Preis, denn er bekommt schon einige Preise bekommen. 2007 den ersten Preis beim Landeswettbewerb Christentum und Kultur für eine Seminararbeit vom Spital zum Hospiz, die Geschichte der Sterbebegleitung. Dann das Stipendium der Studienstiftung des Deutschen Volkes, das Stipendium des Max-Weber-Programms des Freistaates Bayerns und den Carin-Nolte-Wissenschaftspreis der Saarländisch-Pfälzischen Internistengemeinschaft und ein Forschungsstipendium des Interdisziplinären Zentrums für klinische Forschung der Universitätsklinik in Erlangen. Heute kommt eben nochmal ein Preis dazu und dieser soll dazu dienen, ihn zu unterstützen und seine Arbeitsgruppe auch zu unterstützen. Das ist ja kein Geld, was er sozusagen persönlich bekommt für privaten Gebrauch, sondern es ist ein Forschungsstipendium. Und damit die Forschung bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen weitergehen wird. Und heute ist es eben so, dass man nicht nur seinen beruflichen Verpflichtungen, sondern auch seinen familiären Verpflichtungen nachkommen muss. Das war, als ich angefangen habe, noch, weiß es nicht, ja, mein Chef hätte das sicher auch gut geheißen, aber es hätte sicher einige gegeben, die das früher nicht gut geheißen hätten, wenn man zu so einer wichtigen Sache nicht erscheint. Aber heute, und ich denke, es ist auch richtig so, ist es ganz selbstverständlich, dass man da bei der Familie ist. Und wir freuen uns, dass Frau Becker, seine Doktorandin, jetzt uns etwas mehr zu dem Projekt sagen wird. Ja, Herr Andus, vielen Dank für die nette Vorrede, auch Frau Kaltz, danke schön für die Einführung. Ja, wie Sie sehen können, ich bin nicht Sebastian Zundler, mein Name ist Emily Becker und ich bin Doktorandin an der Medizinischen Klinik 1 in Erlangen an der Uniklinik und vertrete heute meinen Betreuer, Herr Sebastian Zundler, der sehr gerne gekommen wäre, aber sein Töchterchen hat ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, wollte noch nicht kommen. Es ist noch gemütlich und zu kalt draußen. Daher bittet er mir Verständnis und ich bin dafür hier und möchte mich bei der DCCV erstmal sehr herzlich für die Zuerkennung des Hermann-Strauß-Stipendiums bedanken, mit dem wir ein, wie wir finden, sehr, sehr spannendes, sehr interessantes Forschungsthema und auch für Sie als Patienten unserer Meinung nach relevantes Forschungsthema in Angriff nehmen wollen. Und ich werde nun versuchen, kurz und so allgemein verständlich wie möglich unser Projekt IL-3 und TH1-Zellen in der Pathogenese von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu erläutern. Wie Sie vermutlich alle wissen, ist die Entstehung, also die Krankheitsentstehung, die sogenannte Pathogenese von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, ein Prozess, der von vielen Faktoren beeinflusst wird. Die Details, was eigentlich dann doch zur Entstehung von Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa führt, ist aber immer noch ungewiss und unbekannt. Und das ist halt auch das Problem, oder mit dem wir uns mit unserem Projekt beschäftigen wollen, um Therapiemöglichkeiten, die schon vielfältig sind, wie wir jetzt auch schon mehrfach gehört haben, aber halt nun mal nicht bei allen Patienten anschlagen oder nicht genügend funktionieren, mit weiterer Grundlagenforschung zu Erkenntnissen, was zur Entstehung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen führt, verbessern wollen, dass weitere Therapiemöglichkeiten Ihnen als Patienten zur Verfügung stehen. Und dann kurz zu unserem Projekt, also chronisch entzündliche Darmerkrankungen, ein wichtiger Punkt von der Entstehung ist, wie Sie vermutlich auch alle wissen, eine überschießende Reaktion des Immunsystems im Darm. Im Darm haben wir viele Immunzellen, die über Botenstoffe miteinander und mit anderen Zellen im Darm, mit dem Epithel und der Darmschleimhaut kommunizieren. Und dies führt im gesunden Darm normalerweise zu einem Gleichgewicht zwischen entzündungsfördernden und entzündungshemmenden Faktoren. Bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ist dieses Gleichgewicht nun aber hin zu entzündungsfördernden Prozessen verschoben.
was dann zu dieser chronischen Entzündung oder zu den Schüben führt, die Sie alle kennen. Und zu diesen Botenstoffen, die zwischen Kommunikation zwischen Immunzellen verantwortlich sind, gehört das Interleukin 3, das, mit dem wir uns in unserem Projekt beschäftigen. Und Interleukine, wie gesagt Botenstoffe, wurden schon sehr früh entdeckt. Das Interleukin 3 ist eigentlich schon ein Urgestein der Botenstoffe, schon in den 80er Jahren das erste Mal beschrieben. Allerdings ist zu der Rolle von Interleukin 3 in chronischen entzündlichen Darmerkrankungen bis jetzt noch überhaupt nichts bekannt. Und was uns so interessiert ist, weil, oder warum wir Interleukin 3 so spannend finden und weswegen wir uns mit unserem Projekt jetzt auch intensiver damit beschäftigen, ist, dass unsere vorläufigen Daten zeigen konnten, dass Interleukin 3 in Zusammenhang steht mit einer Unterdrückung der Immunantwort. Also anscheinend ist es nämlich so, dass wenn wir Interleukin 3 haben, wir eine Subpopulation, also eine Gruppe von Immunzellen in unserem Darm fördern, die durch ein weiteres Interleukin, Interleukin 10, dazu führen, dass das Immunsystem in unserem Darm runterreguliert wird. Was im Hinblick auf die überschießende Immunantwort in chronisch entzündlichen Darmerkrankungen ein sehr, sehr interessantes Forschungsfeld ist, da wir dadurch nicht nur ein besseres Grundverständnis der Erkrankungsmechanismen untersuchen wollen, im Rahmen von Interleukin 3 und diesen TH1-Zellen, diesen spezifischen Zellen im Darm, die zur Immunsuppression führen, sondern auch dadurch weitere potenzielle Therapieansätze für Sie als Patienten aufdecken möchten. Und deswegen möchte ich mich an dieser Stelle nochmal sehr herzlich für das Stipendium bei der DCCV bedanken und bei Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus